Hi, Wipkita hier. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute zeige ich dir eine Greatest Riff Series, einen Riff der Band Halloween, einer deutschen Heavy Metal Band. Das Lied heißt Dr. Stein. Klingt von mir. Ich freue mich, dir diesen wunderschönen Riff in einer Nahaufnahme gleich zeigen zu dürfen. Wir sind nun in einer Nahaufnahme und es geht um den Song Dr. Stein der Metalband Halloween. Und hierzu spiele ich das Hauptthema auf der A-Seite und beginne mit einem Pull-off von 10 auf 7. Klingt folgendermaßen. Pull-off von 10 auf 7. Ich verwende den Marshall Sound, Classic Rock Sound, auf meinem Pottal D500. Und Pull-off bedeutet, ich ziehe die Saite hier mit dem kleinen Finger nach unten hinweg und springe dann von der 10 auf die 7, auf das E hier, ja, im siebten Bund auf der A-Seite. Okay? Tabulatur blende ich dir ein. Und dann habe ich Palm Mutes, das heißt, ich muss die Saite dann mit meiner Handkante hier abdämpfen. Klingt so. Nicht hier, aber auch nicht hinten, genau in der Position, wo es cool klingt, okay? Also, Pull-off und dann siebenmal die sieben. Du solltest dir natürlich den Riff im Song dann auch anhören, damit es dir dann leichter fällt. Dann wiederholt sich das von 5 auf 2. Also Pull-off von der 5 auf die 2. Auf der A-Seite, dann drei Pull-Offs von 3 auf 2, wo du immer die 3 pickst, okay? Und dann kommt ein Auftakt mit 3 Power Chords, einmal C, D und E, so die erste Hälfte. Die Schwierigkeit hier ist das Tempo. Das sind alles im gesamten Lied hast du 16. Dann geht es sofort hier oben wieder mit 7 Palm Mutes weiter. Auf dem E-Power-Chord. Aber nur die A-Seite hier, also die Note E auf der A-Seite. Dann wiederholt sich der erste Teil, 10 Pull-Off auf 7. Schön abgedämpft. Hintere Pickup. 5 Pull-Off auf 2. Die 3 Pull-Offs von 3 auf 2. Dann spielst du nochmal 3, 2 auf der dicken E-Seite. Ein E als Power-Chord. Dreimal die leere E-Seite. Und hier im fünften Bund ein D. Nochmal den kompletten Riff langsam gespielt. So, das war wieder ein Riff aus der Greatest Riff Series, deutsche Metalband Halloween, Dr. Stein. Ich hoffe, er bereitet dir genauso viel Vergnügen wie mir. Bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.